Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 4. Ja, ich bin mal wieder in einer neuen Aufnahmesession. Welchen Spielstand verwenden? Natürlich den ersten Spielstand. Wir haben schon 50 Sterne gesammelt. Wir befinden uns momentan im Story-Modus bei Koopas Strandparty, wo wir in der letzten Folge leider versagt haben. Es war wirklich nicht gut. Ich hatte mein Bestes gegeben, trotzdem hat es nicht für den Sieg gereicht. Das soll sich jetzt heute ändern. Ich werde dieses Brett heute nochmal spielen. Allerdings werde ich euch das nicht komplett zeigen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass es ja auf Dauer ein bisschen langweilig ist und ihr das meiste ja schon kennen. Allerdings werde ich euch die Dinge zeigen, die wir noch nicht im Let's Play gesehen haben. So, ein Speicherstand existiert, möchte es fortsetzen natürlich. Das heißt, alles was neu ist, wird im Let's Play zu sehen sein. Ja. Wow, wie herrlich. Perfekt gespeichert wurde hier nach dem Versagen. Möchtest du die Party nochmals besuchen? Ja. Ja, das heißt, ich werde jetzt gleich den Schnitt setzen und dann ab dem ersten Moment, wo etwas Neues zu sehen sein wird, ein neues Minispiel oder ein neues Ereignis oder irgendwas in der Richtung, dann werde ich euch wieder begrüßen, dann werdet ihr das sehen, allerdings alles andere wird rausgeschnitten. Also bis gleich. Oh, neues Minispiel, rechts oder links, 2 gegen 2 Minispiel, Leute. Coole Sache. Hatten wir das nicht schon? Ach, das hatten wir eigentlich schon mal gehabt. Naja gut, aber es ist ja jetzt neu bei dem Spielstand, den wir jetzt hier verwenden. Wir mussten ja leider, unserer wurde ja leider gelöscht. Deswegen, ja, jetzt haben wir das Spiel ja auch aufgedeckt. Ich zeige euch das jetzt trotzdem nochmal, obwohl wir das eigentlich schon mal hatten. Navigiere das Boot als erster aus der Höhle. So, B und A ist vorwärts. A ist rechtes Ruder, B ist linkes Ruder. Okay. A rechts, B links. Okay, alles klar. Das rechte Ruder lässt dich nach links, das linke nach rechts fahren. Weiche auch den Flammen aus. Natürlich, Flammen. Was auch sonst. Okay, ja gut, also immer genau umgekehrt. Ja, alles klar. Okay, soll ich trotzdem nochmal Training machen? Ich mache nochmal Training. Weil die Schwierigkeit ist hier doch jetzt ziemlich stark angestiegen. Das kann ich nicht anders sagen. Es war am Anfang noch viel einfacher. Aber inzwischen... Und wie schnell die anderen sind. Was? Warum? Guck mal an, wie schnell die sind. Was zum Teufel? Wieso? Wieso sind wir so langsam? Guckt euch das mal an. Wir sind noch nicht mal ansatzweise im Ausgang. Man sieht Daisy einfach gar nicht. Ja, also, was soll ich da jetzt sagen? Muss nochmal Training machen. Habe ich jetzt wieder schon wieder vollkommen versagt. Ich habe nämlich gerade eben auch schon ein Minispiel gespielt. Und, also ein altes, kein neues. Also eins, was wir schon kannten, und da habe ich auch komplett versagt. Und wie kann man denn hier mal schneller sein? Button Smashing bringt ja anscheinend nichts. Nee, Leute, das kann nicht sein. Irgendwas übersehe ich hier. Ich drücke A und B gleichzeitig. Ist vorwärts. Aber schaut euch mal an, wie schnell die anderen sind. Die sind so unfassbar schnell, als würden die Nitro nutzen die ganze Zeit. Das kann ja nicht sein. Also... bin ich jetzt echt... Boah, Leute. Ich bin echt überfragt, was das soll. Warum das so unfassbar schwer ist, gegen die zu gewinnen. Und warum ist Wario auch so schlecht? Boah, Leute.
Es ist einfach... Was soll ich da machen, Mann? Ich bin am Verzweifeln hier. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Wie kann ich da mal schneller sein? Mehr als absolut Button-Smashing machen kann ich nicht. Guckt euch das mal an. Die nutzt Nitro oder irgend sowas. Wie machen die das denn? Machen die gleichzeitig? Ich muss mir das mal genauer anschauen irgendwie. Also... Die haben auch nur 34 Sekunden gebraucht. Was soll ich dazu sagen? Ich habe keinen blassen Schimmer, wie man das schaffen soll. Boah, Leute. Was ist das? Und dann auch noch die Flammen, die ich ausweichen soll. Nee, ich habe keine Chance, Freunde. Wario macht auch irgendwie fast nichts, also ich weiß auch nicht. Ich habe so das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier irgendwas macht. Jetzt haben sie auch nur 32 Sekunden gebraucht. Also Leute, wenn ihr wisst, was da los ist, warum... Also ich meine... Man kann nicht noch schneller Button-Smashing machen. Ich bin jetzt auch schon am Ende meiner Kräfte langsam, wo ich das hier tausendmal versuche. Ich habe jetzt Start gemacht. Es bringt einfach nichts. Ne, keine Chance, Freunde. Nicht den Schimmer einer Chance haben wir hier. Also ich weiß nicht, was das soll. Wirklich, bin ich absolut überfragt. Das ging bei dem anderen Minispiel, war das genauso, was ich davor gespielt habe. Kein Witz. Da habe ich, weiß ich, fünfmal Training gemacht. Ich habe ein Training, habe ich gewonnen. Und dann habe ich Start gemacht, natürlich sofort wieder verloren. Ach Leute, ich sehe euch gleich wieder. Schneemann-Brigade, noch ein neues Minispiel. Jetzt kommen sie auf einmal, die ganzen neuen Minispiele. Ich weiß nicht wieso. So, renne über das Eis, um den Schneebällen der Schneemänner auszuweichen. Control-Stick bewegen. Lauf los, bevor die Schneemänner werfen. Kurz vor dem Wurf verharren sie regungslos. Okay, das klingt ja jetzt erstmal nicht allzu schwierig. Wir machen einfach mal ein Training. Ja. So. Und wenn niemand... Also 60 Sekunden geht das Ganze. Oh, es kommen noch mehr Schneemänner dazu. Ist klar. Oh, alle drei wurden schon eingeeist. Das war aber leicht. Also vor allem im Vergleich zu den anderen Minispielen davor war das jetzt richtig leicht. Oder ich hatte einfach nur Glück, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall machen wir gleich mal Start. In der Hoffnung, dass es jetzt auch wieder so gut laufen wird und ich dann endlich mal ein paar Münzen kriege hier, um... Ja... Mir vielleicht auch mal einen Stern kaufen zu können. Weil es ist echt momentan... Ich verliere hier so oft bei den Minispielen. Weil es einfach so mega schwer geworden ist. Ist schon ein bisschen traurig. Oh Mann. Ey! Ihr haltet mich hier auf.
Nein. Alter. Ey, kann das jetzt mal vorbei sein? Donkey Kong, jetzt werd endlich eingefroren. Bitte. Verdammt nochmal. Wie viele sind denn das hier jetzt schon? Nein. Ey, es war schon wieder so klar. Es war schon wieder so klar, dass ich hier nicht gewinnen werde, Mann. Ah, oh, Mann, das ist... Ey, in letzter Zeit, es macht keinen Spaß mehr, wirklich, wenn man die ganze Zeit nur noch verliert. Wirklich. Wie soll ich mir denn da irgendwie mal einen Stern kaufen? Es funktioniert einfach nicht. Ich habe schon wieder nur 17 Münzen. Ach, Leute, ey. So macht es keinen Spaß mehr. Aber gut, ich sehe euch gleich wieder. Oh, Leute, ich habe den Rekord gebrochen bei rauchende Reifen. 9,32 ist jetzt der neue Rekord. Ich habe also Paul Meisters Rekord gebrochen. Yay! Coole Sache. Und gewonnen natürlich auch. Oh, wieder ein neues Minispiel. Schleimzeit, 4-Player-Minigame. Ey, jetzt kommen sie echt alle, die neuen Minispiele, ne? Jetzt auf einmal. Schleimzeit, ach, das hatten wir doch auch schon mal gespielt. Einmal, 2017, glaube ich. Flüchte vor dem Schleim. Um zu gewinnen, musst du als Erster den Bereich in der Mitte erreichen. A, zum Flüchten schnell drücken. Leistest du nicht genug Widerstand, wirst du in den Schleim gezogen. Also gib nicht auf. Okay, machen wir natürlich erstmal Training, denn es geht hier um ziemlich viel. Also, um 10 Münzen natürlich, aber das ist ja ziemlich viel. Okay, wiederholt A drücken. Oh, geschafft. Uff. Tja, ob so eine gute Idee war, jetzt hier Training zu machen. Jetzt habe ich natürlich meine Hand schon ein bisschen beansprucht. Naja, ups, nein, ich wollte jetzt nicht nochmal Training machen. Sorry. Wir gehen wieder zurück. Und machen Start. In Hoffnung, dass ich es jetzt nochmal so gut hinbekomme. Oh Mann. Ich habe schon wieder Angst, Leute, dass ich es jetzt verkacken werde. Aber ich gebe mein Bestes. Dann mal los. Oh, Alter. Das ist so anstrengend. Das glaubt ihr gar nicht. Boah. Aber geschafft ist geschafft. 53 Münzen habe ich jetzt. Aber immer noch keinen Stern. Naja, hoffentlich ändert sich das noch. Oh, schaut mal, wie sich jetzt das Hotel verändert hat. Weil jetzt mal richtig viele Münzen hier gespendet wurden. Ist ja cool. Ich wusste gar nicht, dass ich das nochmal verändern kann überhaupt. Ey, ich habe mal was beim Rubbellos-Spiel gewonnen. Einen zufälligen Pilz. Ei, Kröten und Klabauter, das ist der dritte Preis. Hier, nimm diesen Pilz, Gratulation. Cool, ich glaube, da hatte ich auch noch nie was gewonnen, wenn ich mich recht entsinne. Komm mal wieder vorbei, auf Wiedersehen. Oh, willkommen zum Angelspiel. Möchtest du spielen? Okay, das ist auch was Neues. Macht Donkey Kong jetzt hier gerade. Er wählt jetzt einen Fisch aus. Okay, ich konnte es jetzt leider nicht genau lesen, was da stand. Gratuliere, das ist ein kleiner Fisch. Dafür bekommst du 5 Münzen. Okay. Interessant. Komm mal wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Hm, interessante Sache. Ah, und jetzt kommt er vom Stern weg. Aber er hatte eh noch nicht 20 Münzen, um den zu kaufen. Naja. Oh, und jetzt gibt es wieder ein Kampfspiel und ich habe die Wahl zwischen einem Minispiel, was wir schon kennen, und einem neuen Minispiel. Ja, dann nehme ich natürlich das neue. Wir wollen natürlich so viele Minispiele wie möglich jetzt hier möglichst schnell noch entdecken. So, was ist das? Schmetternetz. Versuche mehr Schmetterlinge als deine Gegner zu fangen.
Control Stick bewegen. A, Netz nach oben schwingen. B, Netz seitlich schwingen. Okay. Gut, die Schmetterlinge sind unterschiedlich gefärbt. Ein gelber ist einen Punkt, ein roter 2 und ein blauer 3 Punkte wert. Okay, A-Netz nach oben schwingen, B seitlich schwingen. Okay, wir machen mal Training. Kann ich mir jetzt noch nicht allzu viel drunter vorstellen. Okay. Okay, das ist ein bisschen hektisches Spiel, so wie jedes eigentlich. Bringt es überhaupt, das seitlich zu schwingen? Irgendwie nicht. Irgendwie hole ich hier nicht so viele. Hab ich so das Gefühl. Mann, jetzt gib doch mal diesen blauen hier. Uff, ey. Ja, mal eben so 10 weniger als Donkey Kong. Alles klar, Leute. Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal Training machen. Ey, Mann. Und jetzt ist es natürlich sofort hier so schwer. Uff, Freunde. Das ist echt eine harte Nuss, hier wirklich zu gewinnen. Boah, ich sehe auch kaum noch was, weil hier so viel rumgeschwungen wird. Geht echt nicht wirklich. Haben wir jetzt mal gewonnen? Wahrscheinlich nicht. Nee, nicht mehr ansatzweise. Naja. Der Abstand ist kleiner geworden, aber auch nur, weil Donkey Kong weniger gesammelt hat diesmal. Oh Mann, ey, was soll ich denn da machen? Also, irgendwie... Boah, es ist so unfassbar schwer geworden in letzter Zeit, hier mal zu gewinnen. Und dieses seitliche Schwingen habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. In welchen Situationen das jetzt tatsächlich von Vorteil ist. Oder sollte man hauptsächlich seitlich schwingen? Vielleicht ist es ja tatsächlich sinnvoller. Ja, die unten fliegen, ich glaube, die kann man beim seitlichen Schwingen gut holen. Und die oben fliegen, muss man halt, ja, aufwärts schwingen, sozusagen. Boah. Keine Ahnung, ob das jetzt mal gut war. Ach, Leute. Was ist das hier bloß? Oh, diesmal aber ein paar mehr. Ja, trotzdem verloren. Also, ich habe hier gar keine Chance irgendwie. Egal, machen wir einfach Start. Ich will jetzt auch nicht 3 Stunden hier mal damit aufhalten.
Ach, naja. Ich habe ja eh ziemlich viele Münzen gesammelt, also ich glaube, dass ich diesmal gewinnen werde hier die Party. Ich habe zwar weniger Sterne als die anderen, aber... Also kein Stern, besser gesagt. Aber dafür habe ich viele Münzen und ich glaube, dafür werde ich einen Bonusstern bekommen. Oh Gott, ich sehe kaum noch was hier. Wo bin ich überhaupt? Ich habe jetzt mal hauptsächlich seitlich gemacht. Ob das gut war? Wahrscheinlich nicht. Fühlte sich jetzt eher nicht so gut an. War wahrscheinlich jetzt sehr schlecht. Oh. 48? Was? Okay. Wahnsinn. Jetzt habe ich irgendwie gewonnen. Achso, ja, es war natürlich ein Battle Game. Boah, ey. 46 Münzen bekommen. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass es ein Battle Game war. Ey, habe ich jetzt aber Glück gehabt, dass ich da gewonnen habe. Jetzt habe ich 144 Münzen. Naja, gut. So, Leute, wir sind bei der Siegerehrung angekommen. Gut gemacht. Hier ist das Endergebnis. Ja, Leute. Zuerst sehen wir mal, wie viele Sterne ihr habt. So viele Sterne habt ihr gesammelt. Ja, jeder hat einen Stern, außer ich. Coole Sache schon mal. Nun sehen wir, wie viele Münzen ihr habt. So viele Münzen habt ihr gesammelt. Ja, ich habe unfassbare 185 Münzen gesammelt. Also das muss man auch erstmal schaffen. Kommen wir zur Vergabe der Bonussterne. Jeder auserwählte Spieler erhält einen Stern. Zuerst der Minispielstern. Wer hat die meisten Münzen in Minispielen gesammelt? Diesmal geht der Minispielstern an Luigi. So, und somit bin ich schon mal gleich auf mit den anderen. Habe jetzt auch einen Stern. Als nächstes der Münzstern. Er geht an den, der die meisten Münzen gesammelt hat. Diesmal geht der Münzstern an Luigi. Und somit habe ich sogar schon einen Stern mehr als die anderen Spieler. Und letztendlich der Ereignisstern. Er geht an den, der die meisten Ereignisfelder betreten hat. Diesmal geht der Ereignisstern an Donkey Kong. Ja, Donkey Kong kriegt auch noch einen Stern. Und hier ist das Endergebnis. Platz 2. Und gewonnen, Leute! Der Sieger ist Luigi! Ja, Leute, so sieht's aus. Ich habe zwar keinen einzigen Stern gesammelt, aber trotzdem gewonnen, also während des Spiels. Ja. Es sah aber schon so danach aus, dass ich dann durch die Bonussterne gewinnen würde, deswegen habe ich mir dann keinen Kopf gemacht. Und dementsprechend, ja, kann ich glücklich und zufrieden jetzt hier meinen Sieg feiern. Hier gibt es nochmal die Ergebnisse. Ich hatte während des Spiels wirklich keinen einzigen Stern gesammelt, aber jetzt hier zwei Sterne. Donkey Kong hat auch nochmal einen dazu bekommen. Somit habe ich jetzt gleich viele Sterne wie Donkey Kong, allerdings natürlich deutlich mehr Münzen. Und das hat dann tatsächlich letztendlich hier den Sieg ausgemacht. So, wir können nochmal die Einzelergebnisse anschauen. Ich und Donkey Kong hatten bei Spielende die meisten Sterne. Ich hatte bei Spielende die meisten Münzen. Ich habe die meisten Münzen in Minispielen gesammelt. Ich habe die Münzen insgesamt. Ich habe die meisten Münzen im Spiel besessen. Ich bin am meisten auf blauen Feldern gelandet. Daisy ist als einzige auf einem roten Feld gelandet. Donkey Kong ist auf den meisten Ereignisfeldern gelandet. Donkey Kong ist als einziges auf dem Bowserfeld gelandet. Donkey Kong ist am meisten auf Kampfspielfeldern gelandet. Und Donkey Kong ist auch am meisten auf Pilzfeldern gelandet. Wario ist am meisten auf Wappfeldern gelandet. Okay. Gut, perfekt. Das hätten wir, Leute.
Wir speichern das Ganze natürlich. Sowas will man nicht ungespeichert lassen. Gratuliere, Luigi. Dankeschön. Also, hier ist das versprochene Geschenk. Da bin ich jetzt aber gespannt. Nicht so schnell. Ach, komm schon. Wir tragen zuerst ein Minispielduell aus. Ja, genau wie bei den anderen Eigentümern der Spielbretter auch, gibt es bei Koopa natürlich auch erstmal ein Minispiel. Dir steht nun ein Koopa-Kistenduell bevor. Soll ich dir die Spielregeln erklären? Ja, bitte. Bei diesem Spiel musst du die Panzer in die Löcher manövrieren. Bewege das Brett mit Hilfe von Control Stick. Okay. Es gibt 4 Löcher, aber in jedes Loch passt nur ein Panzer. Schaffst du alle 3 Bretter vor mir, gewinnst du das Spiel. Und nun fangen wir an. Okay, ich gebe mein Bestes. Oh Gott, ist aber schnell. Oh Gott, das kann man ja kaum. Okay, ich habe es geschafft. Sehr schön. So, Koopa hat es auch geschafft. Vor allem jetzt spielen wir hier mit seinen Artgenossen hier, mit den Panzern von seinen Artgenossen. Okay, das zweite habe ich auch geschafft, vor ihm sogar. Und das dritte Brett, komm schon, wir sind so kurz davor. Wir schaffen es, Freunde. Oh, ja, geschafft. Hey, das war aber ein cooles Spiel, hat mir gefallen. Und wir haben natürlich gewonnen. Wunderbärchen, Freunde. Gratulation, Luigi. Und nun mein Geschenk. Ja, das letzte Luigi-Geschenk. Sollst du dein Geschenk haben? Yay, dankeschön. Was ist denn das? Du bekommst eine Luigi-Puppe. Das ist doch eine Matroschka. Oder auch Puppe. Eigentlich ist das eine Matroschka, ist doch keine Puppe. Also eine Puppe ist ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Naja. In Ordnung. Und somit haben wir jetzt tatsächlich unser letztes Accessoire, glaube ich, bekommen, oder? Für Luigi. Du bekommst eine Luigi-Puppe. Gratuliere. Yay. Möchtest du speichern? Aber natürlich doch. Oh. Und Toad freut sich auch. Jetzt hast du von jedem ein Geschenk erhalten. Aber es gibt noch eines mehr. Nanu? Bowser? Hänfling. Luigi. Jetzt habe ich alle deine Geschenke. Wie, was? Was? Meine Geschenke? Nein. Wenn du sie zurück willst, dann komm auf meine Party. Deine Party? Komm, wenn du es wagst. Was? Oh nein, Toad. Geht's dir gut? Was hat das zu bedeuten? Bowsers Gnarly Party. Spiele Bowsers Krawallkirmes. Oh nein. Es gibt noch ein extra Brett. Oh. Leute. Bowsers Gnarly Party. Ach du meine Güte, wie sieht das denn aus? Ja, Leute, aber es kommt jetzt alles ein bisschen abrupt hier. Ich hab jetzt eigentlich, also... Willkommen zu Bowsers Krawallkirmes. Ich bin Mini-Bowser. Ich tue, was ich will. Dieses Brett wurde zu Ehren Meister Bowsers erschaffen. Ihr habt es zu lieben, sonst... Meister Bowser ist so wunderbar. Auch wenn er jetzt nicht hier ist, werdet ihr ihn noch treffen. Und jetzt die Reihenfolge. Okay. Okay, oh, 9. Mal sehen, ich gewähre Luigi zuerst den Zutritt. Das wirklich gut ist. Danach folgt Waluigi. Mit seiner 8. Daisy wäre Nummer 3. Mit ihrer 5. Yoshi hat den letzten Zug. Mit seiner 3. 10 Münzen für jeden. Die kriege ich ohnehin wieder zurück.
Na dann. Wenn das so ist, seid ihr bereit für mich? Ich weiß nicht. Hier ist der erste Stern. Viel Glück, ihr. Ha, hier ist der Stern. Habt ihr keine 20 Münzen, dann vergesst es gleich. Und hier ist Bowser. Los, schnappt ihn euch. Bowser? So, und hier hören wir jetzt auch eine neue Musik. Die hört sich schon echt bedrohlich an, Leute. Aber ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit dafür. Ich wollte eigentlich die Folge an dieser Stelle beenden. Können wir mittendrin unterbrechen eigentlich? Geht das? Das wäre natürlich cool. Also wie es aussieht, müssen wir jetzt hier offenbar auf Bowsers Party spielen. Und ja, hier erwartet uns noch ein ganzes weiteres Brett, von dem ich noch überhaupt nichts wusste, dass das überhaupt existiert. Und ja, aber das werden wir nicht mehr in dieser Folge machen. Ich glaube, diese Folge ist lang genug. Ich weiß es jetzt nicht, weil ich die Zeit leider nicht richtig gestoppt habe. Ich schätze einfach mal schon. Wir werden das Ganze jetzt hier beenden, weil ich jetzt auch keine Zeit dafür habe. Deswegen, ja, können wir jetzt eigentlich nochmal hier speichern direkt. Diese Runde speichern. Jede Runde speichern. Naja, auf jeden Fall, wir verlassen das wieder. Und dann werden wir in der nächsten Folge damit anfangen. Und auch dieses Brett noch zu Ende spielen. Also noch spielen und dann hoffentlich von Bowser auch wieder unsere ganzen Dinge zurückbekommen. Wir können mal schauen im Present Room, ob wir jetzt wirklich unsere Sachen verloren haben, so wie es gesagt wurde. Das ist ja doch, also wir haben unsere ganzen Geschenke wieder verloren, so wie es uns gesagt wurde hier. Würde ich alles andere als cool. Die will ich wieder zurückhaben. Oh, willkommen, das ist das Geschenkezimmer. Jawohl. Einmal rein da. Oder haben wir es noch? Ne, wir haben die Sachen noch. Können wir es nochmal durchlesen. Das ist Luigis Trimrad. Es zeigt verbrannte Kalorien an. Das ist Luigis Tisch. Sieht ein wenig sperrig aus. Das ist Luigis Sessel. Scheint etwas hart zu sein. Alles nicht so das Beste, oder was? Und dann, das ist eine Luigi-Puppe. Ein sehr ungewöhnlicher Held. Sieht auch vor allem ein bisschen pummelig aus. Und das ist Luigis Hantel. Aber Luigi ist zu schwach dafür. No. Na, immerhin hat er sie. Ja, kann sich ja nochmal ändern. Vielleicht wird er auch irgendwann nochmal stärker. Okay, gut. Wir haben also unsere Sachen doch noch. Hier fehlen noch einige Dinge. Was wohl hierher gehört? Ja, wir wissen es noch nicht. Haben wir hier nochmal was dazu bekommen? Das ist ein Gummateller. Er fliegt wie ein Frisbee. Scheigerteller. Er schimmert geheimnisvoll. Ein Buhu-Teller. Sicher passend für Cornflakes. Und dann hier. Das ist ein Bowser-Teller. Genau richtig für ein verbranntes Steak. Ja, das hatten wir ja schon. Und das ist der Buhu-Bilderrahmen. Perfekt für Spektralfotografie. Okay, gut. Mehr ist jetzt aber nicht. Das heißt, wir gehen wieder raus. Möchtest schon gehen? Natürlich. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Bowsers Krawallkirmes, wenn ich den Namen jetzt noch recht in Erinnerung habe. Ich bedanke mich fürs Ansehen, hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen, bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Mario Party 4 und ciao!